Jetzt kommen wir zu einem Thema, das weniger vielleicht die Kinder, aber mehr ihre Eltern beschäftigen wird, nämlich steigende Mieten, vor allem in Heidelberg. Da kann man wirklich ein Lied davon singen. Und das sind dann nicht nur die schicken Hanglagen beispielsweise, da in Neuenheim, auch anderswo ist bezahlbarer Wohnraum oft nur schwer zu finden. Viele Angestellte der Stadt pendeln weiter lieber, sagen wir mal, 40 Kilometer, als die Luxusmieten zu zahlen. Der Mieterverein Heidelberg will diese Entwicklung bremsen. Mit einer Unterschriftensammlung will er den Gemeinderat zwingen, zumindest darüber abzustimmen. Eines der Ziele, wenn neue Wohnungen entstehen, dann sollen immer auch bezahlbare dabei sein. Das betrifft zum Beispiel das Patrick Henry Village. Da entstehen ja aktuell 10.000 neue Wohnungen. Christoph Nester vom Mieterverein Heidelberg ist bei uns. Also das ist schon mal eine zentrale Forderung. Wäre damit schon mal ein wichtiger, großer Teil getan oder brauchst du noch mehr? Naja, das ist ja etwas, was sich über lange Zeit erstrecken wird. Dieses Patrick Henry Village wird mal in 10, 20 Jahren eine Siedlung sein mit solchen Zahlen Einwohnern. Das muss jetzt geplant werden. In der Zeit vorher gibt es in der Stadt nur wenige Gebiete, die man noch entwickeln kann, wenn man nicht in die freie Fläche will. Aber das Problem ist, man muss die grundsätzlichen Ziele sagen. Also wenn ich sage, ich möchte einfach nur Wohnungen haben, dann kriege ich sowas wie in der Bahnstadt, dass in den 5 Jahren 3.500 durchweg teure Wohnungen entstanden. Das brauchen wir nicht nochmal. Mhm. Also brauchen wir Ziele, die auf das abgestimmt sind, was die Bevölkerung braucht. Und die halbe Bevölkerung kommt bei diesem Wohnungsmarkt nicht mehr mit. Ja. Ich glaube, wir haben auch die aktuellen Zahlen vorliegen für Heidelberg. Die sind dann ja auch nämlich schon mal ziemlich beeindruckend, wenn wir hier so die Entwicklung in den vergangenen 5 Jahren uns anschauen. Einfach mal ein Beispiel, jetzt hier die Mittelreihe runter, 60 Quadratmeter von 10,2 Euro Miete pro Quadratmeter im Jahr 2015 auf 12,03 Euro. Das sind jetzt Durchschnittswerte, aber das zeigt eindeutig, in welche Richtung das geht. Das sind Neuvermietungspreise. Ja, ja. Wenn ich was anmieten will, dann sieht man, das kann sich ein Ehepaar, wo er Polizist und sie Krankenschwester ist, mit 2 Kindern nicht leisten. Das sprengt denen die Kasse. Und das ist das Problem, dass da eben nur Leute mitkommen, die es schon geschafft haben oder die sehr hochqualifiziert sind. Ja. Wir haben natürlich auch die Stadt Heidelberg angefragt und haben heute auch ein Zitat bekommen. Das will ich Ihnen und den Zuschauern natürlich auch noch mal präsentieren. Und die Stadt Heidelberg sagt, man setze sich seit Jahren mit großem Engagement für die Schaffung von Wohnraum für alle ein. Es gibt entsprechend auch ein Dialogforum Wohnen, heißt es da weiter. Und aktuell liegt die Wohnraumbedarfsanalyse Heidelberg 2035 vor, auf deren Grundlage und weitere Analysen die Stadt Heidelberg in Abstimmung mit den Wohnungsmarktakteuren 10 Punkte zur weiteren Umsetzung des Handlungsprogramms Wohnen erarbeitet hat. So, und diese 10 Punkte, sagt auch die Stadt Heidelberg dann weiter, die betreffen auch zum Teil ihre 13 Punkte, die sie in den Forderungen haben. Sind Sie damit an sich zufrieden? Ja, aber das sind erste Schritte, aber wir gehen wesentlich weiter. Also wir formulieren grundsätzliche Ziele, dass wir nicht mehr renditeorientiert, sondern gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik machen. Die renditeorientierte kann man machen, dann ist das Ziel, dass eben Investoren Rendite haben, das sind die Mieten hoch. Man kann gemeinwohlorientierte machen, dann hat man die Chance, dass man für diese Hälfte der Bevölkerung auch Wohnungen schafft, die sie bezahlen können. Dann müssen sie aber einen Schwerpunkt bilden, damit die Entwicklung in den Gebieten, die noch kommen, gerecht läuft. Dann kann ich nicht unter den 50% bleiben, dann muss ich drüber gehen, und zwar Miet- und Eigentumswohnungen. Deswegen verlangen wir, dass grundsätzlich 70% der entstehenden Wohnungen bezahlbar sind für mittlere, untere und unterste Einkommen. Und das ist natürlich in dem städtischen Papier noch nicht zu sehen. Deswegen hoffen wir, dass unser Antrag neben dem städtischen Papier liegt. Er wird weitergehend sein. Der Gemeinderat wird darüber abstimmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er zustimmt. Ja. Wir werden auch weiterhin ein Auge drauf haben, denn sicherlich werden auch andere Kommunen auf eben genau die Entwicklung in Heidelberg schauen. Herr Nester, danke, dass Sie bei uns waren.